Dieses Video enthält eine kurze Zusammenfassung der Handlung und eine Erklärung über das Ende des Films Teed, 2007. Vorsicht vor Spoilern! Dawn ist ein Teenager-Mädchen, das bei ihrer Mutter, Kim, ihrem Stiefvater, Bill, und ihrem Stiefbruder, Brett, lebt. Nach der Schule geht Dawn gerne in die örtliche christliche Abstinenzgruppe. Bei einem Treffen lernt Dawn Toby kennen, ein anderes Mitglied der Abstinenzgruppe. Sie fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Aufgrund ihrer Überzeugungen beschließen Dawn und Toby jedoch, nicht miteinander zu schlafen. Dawn und Toby ändern schließlich ihre Meinung und beschließen, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Sie treffen sich an einer örtlichen Badestelle. Nach dem Schwimmen ruhen sich Dawn und Toby in einer Höhle aus. Sie beginnen sich zu küssen, aber Dawn ändert ihre Meinung und weist Tobys Annäherungsversuche zurück. Unzufrieden mit Dawns Reaktion, wird Toby ihr gegenüber richtig aggressiv. Während des Handgemenges schlägt Toby Dawn bewusstlos und beginnt sie zu vergewaltigen. Währenddessen wacht Dawn auf und Toby hat keinen Penis mehr. Entsetzt rennt Toby davon und stürzt von der Klippe. In der Zwischenzeit rennt Dawn aus der Höhle und flieht vom Tatort. Nachdem sie sich mit ihrer christlichen Gruppe getroffen hat, spricht ein Mitschüler, Ryan, Dawn auf der Afterparty an. Sie bittet Ryan, sie nach Hause zu fahren. Dawn ist immer noch verwirrt darüber, was in der Höhle passiert ist, und geht zurück. Sie findet eine Krabbe, die über Tobys Penis krabbelt. Zu diesem Zeitpunkt ist Dawn klar, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Deshalb recherchiert sie den Begriff Vagina Dentata und beschließt, einen Termin bei einem Gynäkologen zu vereinbaren. Während der Konsultation nutzt Dr. Godfrey, der Gynäkologe, Dawn aus, indem er seine ganze Hand in ihre Vagina einführt. Aus Panik beißt Dawns Vagina die Finger von Dr. Godfrey ab. Wieder einmal stürmt Dawn aus der Arztpraxis. Auf dem Weg nach Hause sieht Dawn ein paar Polizeiautos. Deshalb beschließt sie, zurück zum Schwimmbad zu gehen, um zu sehen, was dort los ist. Die Polizei findet die Leiche von Toby. Währenddessen fällt Dawns kranke Mutter in Ohnmacht, während Brett und seine Freundin Sex haben. Als Dawn eintrifft, bringt sie Kim sofort ins Krankenhaus. Dawn geht zu Ryan, um Trost zu finden. Er betäubt Dawn jedoch und beginnt, sie zu masturbieren. Zunächst lehnt Dawn Ryans sexuelle Annäherungsversuche ab, weil sie Angst hat, dass die Vagina Dentata ihn verletzen könnte. Nachdem sie Sex mit ihm hat, merkt Dawn, dass alles in Ordnung ist. Wenn sie einvernehmlichen Sex hat, bleiben die Zähne inaktiv. Am nächsten Morgen haben Ryan und Dawn wieder Sex, aber Ryan erhält mitten im Akt einen Anruf. Er nimmt den Hörer ab und prahlt damit, dass er die Wette gewonnen hat, er hat zuerst mit Dawn geschlafen. Wütend reagiert Dawns Vagina Dentata und schneidet Ryans Penis ab. Bill versucht, Brett aus dem Haus zu werfen, aber der rächt sich und lässt seinen Hund los, um seinen eigenen Vater anzugreifen. Die Verletzungen veranlassen Bill, ins Krankenhaus zu gehen. Als er dort ankommt, ist Kim bereits verstorben. Im Krankenhaus erzählt Melanie Dawn, dass Brett Kims Hilfeschreie gehört, sie aber ignoriert hat. Wütend macht sich Dawn auf den Weg nach Hause, um Rache zu üben. Zuerst legt sie Make-up auf. Dann verführt sie Brett. Während sie Sex haben, erinnert sich Brett an den Vorfall mit dem blutenden Finger, dann stellt er fest, dass Dawn ihn nicht mit dem Mund gebissen hat. In der Zwischenzeit verrichtet Dawns Vagina Dentata ihre Arbeit. Dann lässt sie Brads Penis auf den Boden fallen und der Hund frisst ihn. Nachdem sie das Zimmer ihres Stiefbruders verlassen hat, nimmt Dawn ihr Fahrrad und fährt von zu Hause weg. Während der Fahrt platzt einer der Reifen ihres Fahrrads. Daraufhin trennt Dawn und wird von einem alten Mann mitgenommen. Dawn schläft kurz ein, und als sie aufwacht, schließt der alte Mann die Türen ab. Er leckt sich die Lippen und deutet einen sexuellen Gefallen an, um sie gehen zu lassen. Zunächst zögert Dawn, doch dann lächelt sie. Die Eröffnungsszene ist im Grunde ein Vorspiel zum Ende. Wenn man sich die Szene genauer ansieht, ist sie eigentlich ziemlich verstörend. Gleich zu Beginn des Films ist nicht ganz klar, warum Brett einen blutenden Finger hat. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird jedoch deutlich, dass Dawns Stiefbruder sie belästigen wollte und sie ihn deshalb gebissen hat, mit ihrer Vagina Dentata. Brett war schon immer von Dawn besessen, seit sie Kinder waren. Als sein Vater und Kim zusammenkamen, nahm er ihnen übel, dass sie Dawn zu seiner Stiefschwester machten. Im Grunde haben die Eltern Brads Chancen, Dawn jemals zu verfolgen, zunichte gemacht. Das erklärt, warum Brad Kims Schreie ignoriert und seinen Hund losgelassen hat, um seinen eigenen Vater anzugreifen, er hasst sie wirklich. Dass Dawn Brad in den Finger gebissen hat, hat ihn definitiv traumatisiert, was den vaginalen Geschlechtsverkehr angeht.
Deshalb vermeidet er ihn auch mit seiner Freundin. Sogar während seines ersten und letzten intimen Moments mit Dawn versuchte Brett, auf seine Weise Sex mit Dawn zu haben, aber sie konnte ihn überzeugen, es auf ihre Weise zu tun. In diesem Film schließt sich der Kreis, als Dawn ihren Stiefbruder verführt, um sich an ihrer Mutter zu rächen. Dawn war nämlich wütend auf Brett, weil er ihre Mutter vernachlässigt hatte. Aber das war noch nicht alles. Sie wusste schon immer, dass er ein furchtbarer Stiefbruder war, ein furchtbarer Mensch überhaupt. Deshalb ist sie auch so schnell ausgerastet, als Brett sich an den Vorfall mit dem blutenden Finger erinnert. Warum hat Dawn Brett nicht einfach umgebracht? Das ist doch viel schwieriger, als ihn zu verführen und seinen Penis abzuschneiden. Stellen Sie sich vor, Dawn würde sich mit Brett prügeln, wer würde wohl gewinnen? Aber Dawn wusste, dass Brett schon immer in sie verknallt war. Sie wusste, dass er ihr Angebot annehmen würde und das war ihre Chance, ihn fertig zu machen. Außerdem ist es für Dawn viel befriedigender, Brett leiden und langsam verbluten zu sehen, vermutlich, als sein Leben mit einem einzigen Schlag zu beenden. Nachdem sie sich an Brett gerecht hat, ist Dawn der Rest eigentlich egal. Übrigens, der Hund hat den Penis gefressen. Mit anderen Worten, selbst wenn Brett überlebt, gibt es keine Chance, ihn jemals wieder anzubringen. Am Ende ist Dawn kein verängstigtes kleines Mädchen mehr, das vor jedem Fiesling wegläuft, der sie sexuell angreifen will. Nach all den unglücklichen Ereignissen entpuppt sich Dawn als eine starke junge Frau. Sehen Sie sich nur die letzte Szene an, statt vor dem unheimlichen alten Mann wegzulaufen, lächelt sie. Und warum? Nun, Dawn ist sich ihrer Macht bewusst, Nein zu diesen Widerlingen zu sagen. Eigentlich hatte sie immer das Recht, Nein zu sagen, aber ihre Vagina Dentata wird dem Täter zeigen, was dieses Nein bedeutet. Eines der besten Dinge an Tate ist, dass der Film sich selbst nicht zu ernst nimmt. Es gibt einige wirklich verstörende Szenen am Anfang, die durch einige wirklich komödiantische Momente ausgeglichen werden. Die verstörendsten Szenen waren definitiv die mit Brett und Toby. Der erste ist ein Kinderschänder und der zweite ein Vergewaltiger. Glücklicherweise bekamen beide, was sie verdienten. Obwohl Toby es tatsächlich erwischt, währte seine Freude nicht lange. Als Gegengewicht zu den schweren Szenen gibt es in Tate auch einige wirklich lustige Momente. Wer sind die Co-Protagonisten dieser Szenen? Dr. Godfrey und Ryan. Fangen wir mit dem Gynäkologen an, was für ein Fiesling. Es dauerte allerdings nicht lange, bis Dawns Vagina Dentata der Gerechtigkeit Genüge tat, sie biss ihm die Finger ab. Dann ist da noch Ryan, der scheinbar nette Junge, der seinen Penis wegen einer dummen Wette verloren hat. Man soll nicht über den Schmerz von jemandem lachen, aber seine Reaktion auf das Trauma war zum Schreien komisch. Zu guter Letzt war der alte Mann, der sich über Dawn die Lippen leckt, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Er hat wirklich keine Ahnung, was mit ihm passieren wird. Ist es übertrieben zu sagen, dass Tate ein unterschätzter Film ist? Ich glaube nicht. Wenn man sich die Bewertungen von Kritikern und Zuschauern ansieht, gibt es keine einheitliche Meinung zu diesem Film. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Aber das sind die Filme, die am interessantesten sind. Die schlimmste Reaktion auf einen Film ist Gleichgültigkeit. Als Zuschauer ist es immer enttäuschend, wenn man mit einem Film nichts anfangen kann, aber keine Meinung dazu zu haben, ist noch viel schlimmer. Es fühlt sich wie Zeitverschwendung an. Meiner Meinung nach ist Tate ein definitiv unterschätztes Juwel. Aber wenn der Film so gut ist, warum bekommt er dann so viele polarisierende Reaktionen? Eine wilde Vermutung? Vielen männlichen Zuschauern gefällt der Film nicht. Und warum? Tate stellt die meisten Männer als Sexualstraftäter dar. Abgesehen von Dawns Stiefvater war jeder männliche Teilnehmer des Films eine Art Ekelpaket. Was will uns der Film also sagen? Will Tate andeuten, dass in jedem Mann ein Sexualstraftäter steckt? Ich glaube nicht, dass dies die Absicht des Regisseurs war. Nichtsdestotrotz muss man Tate als eine Metapher oder eine Coming-of-Age-Geschichte betrachten. Dawn ist die Hauptfigur der Geschichte und sie muss eine große Wandlung durchmachen, um ihren Charakterbogen zu vervollständigen. Obwohl Dawn auf ihrer Reise mehreren Monstern begegnet, machen sie sie alle auf eine sehr verdrehte Art und Weise stärker. Am Ende ist Dawn nicht mehr ein hilfloses junges Mädchen, das Angst vor Männern hat, sondern eine junge, starke Frau, die weiß, wie sie sich in schwierigen Situationen zu verhalten hat.